Er ist doch der, der behauptet, dass Veganer besser im Bett seien. Kalorienmäßig war das heute ganz unter dem Durchschnitt bei mir. Ich fand die Diät von Ralf... Ich habe mich einen Tag wie Ralf Möller ernährt. Wer ihn nicht kennt, der ist ehemaliger Mr. Universe und im Film Gladiator vertreten. Er ist doch der, der behauptet, dass Veganer besser im Bett seien. Ob das stimmt, werden wir heute nicht ausprobieren. Aber es dreht sich alles momentan um seinen Ernährungswandel. Denn er ernährt sich seit ein paar Jahren vegan und macht aktiv Werbung dafür. Wir werden uns ansehen, was er alles isst an einem Tag und ich werde das für euch probieren. Also viel Spaß beim Zusehen. Das ist seit seiner Bodybuilding-Zeit nicht mehr wegzudenken. Einfach ein klassisches Oatmeal. Das gibt es bei ihm jeden Tag und danach geht er zum Workout, also zum Krafttraining. Es sind einfach nur Haferflocken in der Pfanne aufgewärmt. Ich glaube, er sagt geschmort. Keine Ahnung, wie man darauf kommt. Aber ja, mit ein paar Früchten und ein bisschen Schokolade. Probieren wir das mal für euch. Schoko-Erdbeeren, es gibt, glaube ich, nichts Geileres. War echt lecker. Ich verstehe auch, warum er das sich seit Jahren reinzieht, auch zu seiner Mr. Universe Zeit mit 27. Es ist einfach sau easy, schmeckt gut und hat gute Nährwerte. Was will man mehr? Ich esse das jetzt in Ruhe auf und dann gibt es eine kurze Trainingsfrequenz für euch und danach gehen wir gemeinsam shoppen. Denn ich brauche noch ein paar Lebensmittel für unser Experiment. Also, wir sehen uns später. Also für die nächste Mahlzeit brauche ich auf jeden Fall veganes Chicken, weil es gibt ein geiles Chicken Curry. Und deswegen bin ich hier bei meinem Lieblingsladen eigentlich hier in Barcelona. Wenn Vegano, ein geiler Bioladen, da gibt es nur veganes Zeugs, sau viele verschiedene Brands und ja, gucken wir mal rein, ob ich hier das finden, was ich brauche. Hola, todo bien? Todo bien, du? Sí, muy bien. Aber was ein Zufall, ich war gerade in diesem Laden. Ich habe ein bisschen was eingekauft und der hat da einfach eine vegane Käseverkostung gemacht. Richtig geile Käsesorten, so Camembert, so ein Schafer auch. Ich muss schon sagen, was in den letzten Jahren ging. Vegane Produkte und so mäßig. Ich merke es auch hier in Spanien. Das ist echt ganz großes Kino. Protein Overload, ich sag's euch. Das ist nämlich ein rote Linsendal mit veganem Chicken, das wir vorhin gekauft haben. Übrigens, der Ralf Möller liebt auch Curryarten, Chicken Curryarten, deswegen dachte ich mir, das muss heute unbedingt rein. Kosten den Spaß mal. Ich habe extra auf eine Beilage verzichtet, weil ich hatte eh schon mein Porridge, viele Kohlenhydrate und jetzt gibt es einen Protein Overload. Chicken ist echt crunchy angebraten, mega geil. Style, natürlich, ich mag sowas, roter Linsendal, also da kann man wenig falsch machen, würde ich sagen. Ja, das kann auf jeden Fall was, super lecker. Ralf Möller tauglich, wie man so schön sagt. Und als Nachspeise gibt es noch seinen geliebten Schokopudding aus Avocado. Ich habe ein schönes Schokomousse Schokopudding gezaubert. Ist ultra cremig, auch ultra lecker. Ich habe das extra nicht mehr abgefilmt, weil ich schon mal ein Rezept auf Instagram hochgeladen habe. Da könnt ihr mir gerne folgen, denn da poste ich öfters mal vegane Rezepte. High Protein und fitnessgerecht. Ich werde mir jetzt mein schönes Dal gönnen, dann gehe ich etwas raus, weil ich bin schon den ganzen Tag zu Hause, abgesehen vom Einkaufen. Und am Abend weiß ich noch nicht genau, was es geben wird, aber ich lasse mir was Cooles einfallen für euch. Also, see ya! Ich glaube, der Himmel kommt auf Kamera halb so krass rüber, wie er wirklich ist, aber es ist richtig krasser Sonnenuntergang gerade, mega nice. Ich habe mich noch entschieden, was essen zu gehen, damit es ein bisschen spannender heute bleibt, aber was die letzte Mahlzeit von Ralf Möller heute ist, seht ihr sofort. So, ich bin jetzt im Restaurant, oder besser gesagt im Brunchladen, weil hier gibt es nicht wirklich viele Speisen oder so, aber was ich mir jetzt rausgesucht habe, ist auch eine Speise, die der Ralf Möller sehr, sehr gerne hat, die werdet sehen. Geiler Scrambled Tofu Sandwich, weil der Ralf, der liebt Scrambled Tofu. Und da ich mich heute nicht selber machen wollte, dachte ich mir, ey, bestellen wir den Spaß. Probieren wir mal, das Ding ist sogar noch warm, ey. Einfach in einem Sandwich mit Spinat drin. Mega geil. Probieren wir mal. Lieber einfach warmes Brot. Das macht jedes Sandwich viel, viel geiler. Da ist sogar irgendwas Süßes drin. Ich schätze mal so Aprikosen oder so. Ja, mega geil. Jetzt zeige ich mal den Querschnitt. Ja, lecker. Ich werde mir jetzt das gönnen. Und dann kommen wir zum Fazit. Ich nutze noch ein bisschen das Tageslicht, um euch mein Fazit zu schildern. Also, ich fand die Diät von Ralf Möller ziemlich interessant. Klar, er isst natürlich viel mehr als ich im Alltag. Kalorienmäßig war das heute ganz unter dem Durchschnitt bei mir. Aber das Chicken Curry fand ich nice. Das Frühstück gibt sowieso jeden Tag was bei mir. Und deswegen, also, kann ich nichts dagegen sagen. Finde ich auch nice, dass er für vegane Ernährung so viel Werbung macht. Also, das ist wirklich ein riesen Pluspunkt. Wenn euch solche Ernährungsexperimente gefallen, dann lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal gerne für mehr. Und wir sehen uns immer mittwochs und sonntags um 18 Uhr hier. Also, adios mi gente, haut rein!